Herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Podcast. Ich bin heute hier mit Rate, einem Glamboy, dem ich wie immer ein paar Fragen stellen darf. Ich freue mich schon sehr. Ich bin Verena, das ist der Voices and Visions Podcast. Let's go. Willkommen! Hi! Wie geht's dir heute? Mir geht's super, wirklich hervorragend. Also, nice. I've been welcomed so nicely. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie geht's dir? Gut, gut. Jetzt gerade ist noch ein bisschen warm, weil... Weil er warm da sitzt. Nein, weil ich das Intro zweimal machen musste. Aber wir haben es geschafft. Das sagt man nicht. Stimmt, das ist also... No one must know. Never let them see you sweat. Unless it's during... Do we keep it PG? Lassen wir es kinderfreundlich oder nicht so? Ah, das musst du die Regisseure fragen. Regie? Wurscht. Never let ich habe einen Daumen hoch bekommen. Super. Ja, dann kann ich es jetzt laut sagen, never let them see you sweat unless it is during sex. That is actually hard. Was that? Well, was that? Right? Okay. So, das ist smart. Ich habe gehört, du hast einen oder mehrere Fun Facts für mich heute. Ich habe einen ganzen Fun-Katalog für dich heute. Wo soll ich anfangen? Fun Fact, ich wurde am Weg hierher von der Polizei aufgehalten. Wirklich? Im Taxi, weil der Dachsler fast in ein anderes Dachsler reingefahren wäre. Die Maler starten. Kann man machen, oder? Ja, super. Noch ein Fun Fact, ich glaube, er wäre am Weg sogar fast verreckt, weil er ziemlich am Schwitzen war. Dann war ich so, ist das jetzt Corona? Ist es, weil er nervös ist wegen mir? Ich kann es dir nicht sagen. Du warst zu hart hinten, er war überfordert mit allem. Natürlich, hauptsächlich mit dem Verkehr. Aber es ist Sonntag, ich meine. Glaub mir, Sonntage in Wien könnten dich überraschen. Okay. And I would know. Okay. Das Wichtigste ist, dass du hergefunden hast, dass du jetzt safe hier bist mit uns und wir den Podcast machen können. Jupp. Okay. Freue mich sehr drauf. Perfekt. Magst du gleich einfach mal von dir erzählen, wer bist du, was machst du, was ist deine Art? Also, mein Name ist Rage. Ich bin 27 Jahre jung. Und ich bin in Wien lebend. Ich bin Glamboy, Drag Performer, Make-up Artist, Fashion Designer, DJ, Host, and aspiring Singer Songwriter and so much more. Also ganze Farbpalette. Wow. Alles genau. Und cool. Ja, ich bin einfach Künstler. Also Überbegriff einfach ein Künstler. Mhm. Cool. Ja, ich glaube, heute werden wir eben am meisten über Drag und dich als Glamboy reden. Bietet sich an. Ja. Sollen wir gleich den Outfit-Check machen? Machen wir doch gleich den Outfit-Check, oder? Here we go. Schau mal. Also, these are the shoes, the lovely boots. Wo zeigst du hin? Schau. Und ein selbstgeschnapptes Kostümchen. Nett, oder? Sehr nice. Hoppala, schau, da hau ich gleich alles um. Too big of a personality and too big of a ego. Anyway. We can handle it. Nee, ich habe mir gedacht, heute ein bisschen was Entspanntes. Weil das ist zum Beispiel für mich sehr entspannt. Okay, cool. Ja, also andere würden sagen, oh, das ist ein bisschen zu revealing. Aber ich fühle mich eigentlich sehr wohl, wenn es so, also so langsam ein bisschen stretchy ist. Und man kann ein bisschen was zeigen, wenn man ein bisschen Bein zeigen kann, ein bisschen Haut. Da fühle ich mich tatsächlich sehr wohl. Okay. Was wäre dann nicht entspannt für dich? Zugekleistert von A bis Naja, es gibt kein wirklich unentspannt. Ich meine, ein All-Over-Latex-Suit muss jetzt nicht sein, da schwitzt man. Ich würde mich trotzdem sexy fühlen, aber sowas ist für mich am entspanntesten, wo man sich einfach bewegen kann. Und dann ist es eigentlich egal, was es ist. Okay. Aber am liebsten natürlich in selbstgeschneiderten Sachen. Clock it. Super. Okay, ja, gut. Wollen wir gleich einfach starten. Inwiefern würdest du Drag als Art beschreiben, als Artform? Also als Artform bzw. Kunstform ist, also man sagte, Drag heißt, ist ein Akronym für Dress as a Girl. Mit dieser Legende, dass das William Shakespeare in seine Skripts hingeschrieben hat, weil das ja damals noch verboten war, dass Frauen ins Theater dürfen. Und dann haben ja Männer sozusagen diese Rollen spielen sollen. Andererseits gab es dann natürlich auch Zeiten, wo dann zum Beispiel Frauen dann Männerrollen gespielt haben, wie zum Beispiel bei Peter Pan, dann war das auch eine Art von Drag. Und daraus hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Für mich ist Überbegriff eigentlich das Spiel mit dem Geschlecht. Dass sozusagen Drag einfach Gender-Stereotypen aufbricht und man das sozusagen auch völlig neue Charaktere schaffen kann und ganz neue Welten erforschen. Und Drag ist ja auch sehr viel Impersonation, sehr viel Lip-Sync, das ist so eine ganz eigene Kultur jetzt geworden. Ich glaube, jetzt auch mit RuPaul's Drag Race ist das also auch so ein bisschen im Mainstream angekommen. Mein Zugang zu Drag, mein persönlicher vielleicht, ist ein bisschen ein anderer, weil
ich würde mich jetzt nicht als Drag Queen betiteln, mhm. weil ich sage immer, ich bin ein Glam Boy. Also ein bisschen für mich entdeckt diesen Begriff so, wie das groß geworden ist mit Instagram-Make-up und diese ganzen YouTube-Tutorials. Und da gab es dann einfach auch so Jungs und Männer, die sich geschminkt haben. Und die haben das dann einfach Glamour-Make-up genannt und deswegen mhm. sind sie Glam-Boys. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen angelehnt an Glam-Rock, weil theoretisch ist es ja nichts Neues. Okay, was ist Glam-Rock? Glam-Rock ist ja eigentlich Rockstars, aber halt diese so feminines Make-up auch tragen. Zum mhm. Beispiel Adam Lambert, das ist mhm. für mich auch ein Glam-Boy, ah, oder, ja. mhm. der auch Glam-Rock singt. Mhm. Ne? Und deswegen ist das für mich so mein Zugang, dass ich sage, ich erschaffe jetzt keine neue Person oder kein alter Ego, keine Kunstfigur, das bin wirklich ich. Also mhm. ich brauche jetzt keine extra Figur, ich muss jetzt auch keine Frau darstellen, will ich auch gar nicht. Mhm. Ich stelle mich selbst dar. Und cool. Dadurch, dass ich mich als Mann identifiziere oder halt sage, mhm. dass ich ein Mann bin, brauche ich jetzt keine Perücke dazu. Ja, okay. Obwohl eine Perücke nicht ja, wie sagt man, war das auch nicht schlimm, aber für mich ist es jetzt kein Charakter, den ich spiele, weil dann ist immer okay. so, ja, wie heißt du denn echt und wer bist du wirklich in der Fassade? Mhm. Das ist so, immer noch ich, ne, abgeschminkt. Mhm. Also das okay. ist mein Zugang zu Drag oder cool. halt dadurch, dass ich ja auch sehr in der Drag-Szene jetzt performe, mhm. Gehört das für mich so zum Überbegriff und ich nutze die Kunst von Drag, dass man sozusagen auch Dinge machen kann, die man sonst nicht macht im Alltag, mhm. dass man eben auch vielleicht gewisse Grenzen überschreitet oder auch bewusst Statements setzt. Und mein Statement ist, sage ich jetzt mal, dass ich so rausgehe und sage, ich sehe so aus und bin trotzdem noch ein Mann. Mhm. Und auch nicht weniger Mann als jetzt ein Bodybuilder. Mhm. Das ist, das mhm. ist mein Zugang. Und das sind dann die Grenzen, die du überschreiten möchtest? Genau, weil oder das ist natürlich, genau, das ist ja für viele dann, wenn sie das sehen, die haben... Also ich sage mal, die Mehrheit hat trotzdem immer noch, auch wenn wir jetzt progressiver werden, so ein gewisses Rollenbild im Kopf, wie ein Mann auszusehen hat. Mhm. Und ich sage jetzt für konservative Leute, die eben dieses Bild so festgefahren haben, mhm. das zerstört nämlich deren Weltbild, wenn ich dann so daherkomme und sage, ich bin ein mhm. Mann und schaue aber ja. so aus, dann sind sie so, hä? Ja. Ja, mega, aber das braucht ja auch schon sehr viel Willenskraft, oder? Und sehr viel Selbstbewusstsein, das dann auch durchzuziehen? Absolut, und vor allem auch sehr viel Selbstliebe. Man muss sich eigentlich mhm. selbst lieben, dass man sagt, mir ist es komplett egal, was andere denken. Wird es am Ende des Tages natürlich nicht, das beschäftigt einen schon, aber mhm. am Ende des Tages, du gehst mit dir selber schlafen, du gehst alleine ins Bett, oder ja, der Idealfall auch nicht, aber... Aber du bist in deinen privaten Räumlichkeiten und, ja. und du musst mit dir selbst zufrieden sein, weil es ist dein ja. Leben. Und deswegen, ja. ich muss mich jetzt nicht in etwas pressen oder zwängen, nur weil eine gewisse Norm da ist. Also ja. same eigentlich auch jetzt, wenn ich von der anderen Seite das betrachte, von der LGBT-Seite aus oder von der Drag-Seite aus, dass ich mich jetzt nicht in ein Drag-Format pressen muss, mhm. um die Kunst von Drag auszuleben. Ich muss jetzt keine Drag-Queen sein, um das zu machen. Cool. Einfach du nimmst das, was für dich passt. Genau. Und was sich richtig anfühlt. I define myself for me. Nice, wie würdest du deinen Personal Style bezeichnen? Naja, schon androgyn, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Also ich schaue immer ganz gern, dass es schon einen sehr femininen Touch hat, sehr glamorous, mhm. aber trotzdem noch so, dass man erkennt, okay, it's still a boy. Also mhm. so... In between, what is it? Gerne auch mal ein bisschen slutty. Mhm. Aber vor allem soll es auch ein bisschen praktisch sein. Also vor allem, da ich ja auch sehr viele Bühnenshows mache und dann auch mhm. sehr viel tanzen müssen, dann halt auch Outfits auch für sowas funktionieren. Oh ja. Deswegen hätte ich jetzt mal gesagt, sexy, but still practical. Cool, okay. Du hast Performances, hast du gesagt. Wie schaut ja. das aus? Was machst du da? Es kommt natürlich auf die Performance an. Also... Live-Gesang ist natürlich wahrscheinlich anders als jetzt ein Lip-Sync, weil bei einem mhm. Lip-Sync habe ich natürlich mehr Spielraum vom Atem her, dass ich mehr Tanzeinlagen machen kann. Mhm. Beim Singen werde ich mich natürlich eher auf die Vocals konzentrieren. Wow, ja. Aber mit so bei einer klassischen Lip-Sync-Performance, you never know what you get. Da okay. kann alles sein. Oh, da können Jokes reinkommen, irgendwelche Mitschnitte mit der Is this the crust of crap? No, this is Patrick. Und dann fängt Telefon von Lady Gaga an. Okay, Beispiel. Ja, super. Und natürlich, also am liebsten habe ich gerne auch so durchchoreografierte Sachen mit Background-Tänzen. Das, mhm. das ist natürlich schon immer sehr, okay, sehr toll. Okay. Habe ich schon ein paar solche Shows gehabt. Super. Und da fühlt man sich schon sehr, ja. sehr star. Cool.
cool. Also auf jeden Fall Tanzen dabei, also Singen dabei. Definitiv. Tanzen, bisschen Comedy dabei. Bisschen Comedy, ja. Gerne auch mal ein Outfit-Change, also so Quick-Changes, ja. Dass du dann in einem Outfit bist und dann nach 10 Sekunden schon das nächste. Cool. Ja, ist auch immer lustig. Wie lange dauert dann so eine Show? Also so eine normale Club-Performance ist so 3 bis 5 Minuten. Ah, okay. Dann gibt es natürlich auch, wenn es jetzt, sage ich, eine Show ist im Sinne von ich moderiere und da gibt es mehrere Sachen, kann das 2 Stunden sein. Wirklich? Okay, und du machst alles dazwischen? Ja, also es kommt darauf an natürlich, welches Format es ist, ob ich jetzt nur für eine Nummer gebucht bin oder ob es meine Show ist, die ich selber veranstalte. Also cool. Kommt immer ganz drauf an. Sehr cool. Was machst du am liebsten? Eine eigene Show, die ein bisschen länger natürlich dauert? Natürlich die was? Eigene Show. Ja, ja, ja. Was ist das für eine Frage? Nein, am liebsten bin ich bei jemand anderem zu Gast. Als Performer. Nein. Also die Frage ist, wenn du nur 3 Minuten Vollgas gibst, hat sich ja auch was. Du, es hat beides seine Vor- und Nachteile natürlich. Der Vorteil von der 3-Minuten-Performance ist, du gibst halt Vollgas und dann all ist out. Aber schon wieder vorbei und dann... Dann kannst du sozusagen chillen. Mhm. Nachteil ist natürlich dann, du hast aber nur 3 Minuten Zeit, mit dem Publikum zu connecten. Stimmt, ne? Ja. Und ich mag das ganz gern, dass ich so eine Connection aufbaue zu meinen ZuschauerInnen. Und da bietet es sich natürlich dann besser an, wenn man eine 2-Stunden-Show hat, weil dann kannst du viel mehr herzeigen, viel mehr Versatility. Du kannst auch eine Geschichte erzählen, weil du kannst natürlich eine Geschichte in so 3 bis 5 Minuten reinquetschen oder es versuchen. Aber in einer 2-Stunden-Show kannst du natürlich viel mehr machen. Du kannst eine gewisse Magie aufbauen. Und da geht natürlich mehr. Andererseits ist es natürlich dann so, du musst aber 2 Stunden voll da sein. Ja, voll. Stimmt. Und wahrscheinlich auch mit dem Publikum interagieren. Und genau. Wobei, das ist kein Problem. Wirklich? Okay. Weil das finde ich mir urschwierig. Wirklich? Ja. Aber du untergehst doch jetzt mit Publikum. Ja, aber das ist eine Person. Das ist doch nicht eine Masse an Leuten, die ist theoretisch darauf warten, entertained zu werden. Ist auch nur eine Person, theoretisch. Ich meine, es ist eine Entity, ne? Das stimmt also, eigentlich. Oder jede Person ist eine Person. Genau, also, aber part of the whole thing. Also ich finde, wenn man das so einfach so sieht, so, wie wenn es deine Freunde sind oder wenn du mit einer Familie sitzt. Das ist halt ein bisschen größer. Ja. Aber ich habe da keine Berührungsängste. Okay, cool. Also ich gehe während meinen Shows zum Beispiel, ich habe zum Beispiel ein Format, das nennt sich All the Rage, also der letzte Schrei. Ja. Funny, because it's my name, ne? Beispiel. Und da ist zum Beispiel so, dass ich dann wirklich immer wieder ins Publikum rausgehe, während dem Performen oder dann irgendwen mal ansinge oder dass ich dann so frage, so, und wer bist du heute? Super, das erste Mal da und deswegen hast du den Fetzen, hast du den Dresscode nicht. Wunderbar. Heute gibt es dann gratis schon. Und wenn du diese Frage richtig beantwortest, I'll give you a blowjob. Just kidding. Maybe not. Kommt immer auf die Person an. Nein, also Interaktion, kein Problem. Sehr cool. Und bist du dann eben auch alleine auf der Bühne oder auch mit anderen Leuten? Oder immer gibt auch Gruppen. Also ich sage jetzt bei All The Rage, da bin ich der Host. Und ich habe dann immer Guest Performer, beziehungsweise ich habe zum Beispiel auch Bubblegum Lecter, eine sehr, sehr enge Freundin von mir, die... auch Künstlerin ist und die ist zum Beispiel Resident Performer bei mir und die singt dann auch und dann singen wir auch hin und wieder Duette. Cool. Und das ist dann auch immer sehr schön. Cool, aber was singst du da so? Du, von Gorgonzola con Flores, also Flowers von Miley Cyrus, aber wir haben so den Joke so Gorgonzola con Flores. Nein, also das zum Beispiel, also hauptsächlich Jazznummern tatsächlich. Also cool. Ja, mehr so schöne Nummern. Okay, ja. Cool. Und da könnte ich einfach vorbeikommen zu du könntest euren Shows. Gerne, ja. Ja. Die nächste Show ist am 1. März. Ja, super Felix. Cool, okay. Herzlich eingeladen. Obwohl, ich glaube, wir werden es erst später airen. Ich weiß nicht, ob wir das dann sagen dürfen. Then never mind. Aber auf jeden Fall, man ist immer welcome und man kann immer vorbeikommen. Absolut. Perfekt. Jederzeit. Sehr and cool. Everybody is welcome. Nice. You don't have to be gay. Cool, ja, weil ich habe mir schon immer so gedacht, ich weiß nicht, ob ich da das richtige Publikum bin, ob ich hinkommen dürfte vielleicht auch. Oh ja, absolut. Also ich bin persönlich der Meinung, jeder sollte in diesen Spaces willkommen sein. Also es gab mal vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel in der Zeitung, wo eine I use that term loosely with that person, aber diese Person hat behauptet, dass Frauen nicht in schwulen Clubs gehören und dass sie sozusagen safer spaces angreifen. Und das ist für mich komplett widersprüchlich. Okay. Weil ich finde, ein safer space heißt, jeder, der eine Safety braucht, ist in diesem Space willkommen. Natürlich vorwiegend für LGBTQ-People ausgerichtet, aber Frauen gehören da genauso dazu. Und auch hetero Frauen. Ja. Weil die sind genauso Targets
von, you know. Ja. Deswegen finde ich das komplett widersprüchlich. Ich finde, everybody is welcome. Es gibt natürlich einen gewissen Konsens, den man hat, dass man sagt, man ist respektvoll miteinander, man achtet aufeinander, man ist im Umgang so miteinander, dass man eben diesen safer space wahrt, aber ansonsten, everybody is welcome. Okay. Honestly, we need those allies, please. Ally. Nice. Okay, das heißt, die Community is so welcome. Wie siehst du da so die Szene in Wien? Also jetzt nur von Drag oder generell? Ja, generell. Also generell, ich finde die sehr offen tatsächlich. Mhm. Also vielleicht im ersten Moment wirkt es vielleicht so, dass man diesen sag ich mal, klassischen Blick bekommt, so dieses up and down. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, jetzt schon sehr, es hat sich sehr gebessert, finde ich. Mhm. Also gerade in den letzten Jahren, man merkt, es ist sehr viel größer geworden, es ist sehr viel mehr inklusiver geworden. Vor allem jetzt auch, glaube ich, weil Awareness mehr da ist für gewisse Themen, eben wie zum Beispiel Gender Diversity oder eben, dass viele Sachen wie eben Geschlechteridentität, Sexualität auf einem Spektrum sind und nicht in einzelnen Schubladen. Mhm. Und dadurch ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Offenheit mehr da. Sehr cool. Okay, und das ist schön zu betrachten. Ja. Cool. Und wie wäre die Szene in Richtung Drag? Hat sich sehr vergrößert jetzt in den letzten Jahren. Also wie ich angefangen habe 2017, war es noch sehr klein und überschaubar. Mhm. Und jeder kennt jeden so? Jeder kennt jeden immer noch, nach wie vor. Achso, oh, wirklich? Okay. Aber Wien ist ein Dorf. Okay, aber das stimmt. Absolut. Aber wir haben jetzt wirklich eine Handvoll wirklich super Performer und Newcomer dabei. So von der Szene ist es natürlich so, es gibt so gewisse Grüppchen, sage ich mal, die sich so ein bisschen gebildet haben, aber grundsätzlich, jeder kann sein Ding machen, everybody's welcome to do it und das ist das Schöne, so all drag is valid, all drag is welcome, if you're gonna succeed, that's something else. Aber okay, aber... Nein, aber grundsätzlich, ich finde es schon so, dass die Richtung eher ist in Richtung mehr und... Everybody's welcome und das ist eine schöne Richtung und die behalten wir bitte super. Auf jeden Fall, it's going up from, only up from here. Yes. Nice. Okay, so du hast vorher ganz viel erzählt, was du eigentlich alles machst. Wie schaut es denn mit der Work-Life-Balance aus? Well, I don't work. It's just life for me. Exactly, but the thing is, if you love what you do, it's never gonna feel like work. Stimmt. Unless it's in high heels, then it's gonna... feel like fucking work after drei Stunden nicht so, weh. Nein, ist doch nicht, jetzt sitze ich hier nur, aber so. Du bist vorher relativ viel gestanden. Geht. Okay. Nee. Also ich habe schon mal 8 Stunden Shooting in High Heels gehabt, also das geht schon. Dann fühlt es sich wie Arbeit an. Nein, aber sonst Work-Life-Balance. Also momentan bin ich jetzt offiziell beim AMS. Danke, Steuerzahler. Spaß, danke an mich selbst, ich habe ja auch in den Port eingezahlt. Nein, also davor war ich ja bei einer Make-up-Firma angestellt und da war die Work-Life-Balance. Ich habe Teilzeit gearbeitet, damit ich eben eine gute Balance hinbekomme. Mhm. Jetzt ist es natürlich besser, dadurch, dass ich jetzt offiziell arbeitslos bin, aber ich mache jetzt ein Programm, wo ich mich selbstständig mache. Ah, cool. Also ich möchte mich jetzt wirklich komplett mit dem selbstständig machen. Cool. Einfach, weil ich das so sehr liebe, das zu machen. Mhm. Also für mich ist jede freie Minute, die ich habe, also nicht jede natürlich, aber grundsätzlich... Ich liebe es einfach, to create things, also wirklich was zu erschaffen, was zu machen. Mhm. Ich setze mich hin, ich zeichne, ich schreibe irgendwas, ich mache was, ich mache irgendwelche Mixes, ich habe ständig Ideen und deswegen, das fließt dann auch so. Das heißt, dadurch, dass es mein Hobby ist, ist es ja auch, mega cool. Sich nicht die Arbeit an, Also, that's the good thing about it. Nice. Das heißt, wie schaut dann der Creation Process so aus? Du hast den Gedanken und dann schreibst du ihn sofort auf und dann geht es so weiter? Tatsächlich ja, weil ich denke mir so, jede Idee kann gut sein, deswegen ich schreibe immer alles auf. Ich habe so ein Notepad auf dem Handy und da schreibe ich alles auf, egal was es ist. Sei es eine Idee für eine Show, sei es eine Idee für Song, weil I actually started songwriting last summer. Cool. Können wir schon was hören von dir oder kommt das noch? Vielleicht ein bisschen später. Okay. If you ask nicely. I always ask nicely. Of course. Also ja, da schreibe ich dann alles auf und dann lasse ich das mal so ein bisschen sickern. Mhm. Oft schlafe ich dann auch danach drüber und dann schaue ich es mir nochmal an. Mhm. Da gibt es ein nettes Zitat von Lady Gaga, honor your vomit. It's like mind vomit. Du kotzt alles raus, was dir im Kopf ist und dann lässt es mal in Ruhe und dann schaust du die Kotze nochmal an. Und dann filterst du es raus, so, wo sind die guten Stückchen und was ist das andere, was man runterspielen kann. Okay. So kind of. Okay. It's kind of disgusting, aber ich fand es irgendwie ganz cool, so dieses
lass alles raus. Es gibt keine Grenzen. Und deswegen, ich schreibe alles auf, ich lasse alles raus. Und dann stücke ich so zusammen, was dann gut ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Outfit denke, dann mache ich immer mehrere Skizzen, ich mache mehrere auch Versionen davon. Alles, was mir auch dazu einfällt, vielleicht auch so Stichworte, schreibe ich auf. Und ich probiere dann immer einfach herum und dann schaue ich mir das an. Dann nehme ich mir auch so immer Stoffproben und halte das immer so zu den Skizzen hin, was mir dann gefällt. Und dann am Ende des Tages sage ich, okay, das ist das Design. Und dann setze ich mich hin und dann ist es oft so 3 Tage durchgehend an der Nähmaschine. Cool. Ja. Cool. Aber das heißt, du machst dann wahrscheinlich für deine Performances auch deine Outfits selber? Genau, also das zum Beispiel ist selber gemacht. Und viele Sachen muss ich auch tatsächlich selber machen, weil ich die halt dann A in der Größe und B in dem Kaliber nicht finde. Ah ja. Weil man sich dann halt auch so Dinge vorstellt. Und für mich ist es so, ich will jetzt nicht sowas von der Stange tragen auf der Bühne. Ich möchte halt auch wirklich meinen Stil präsentieren. Ich möchte meine Kunst darstellen und da gehört Mode einfach auch dazu. Mode ist auch eine ganz eigene Kunstform. Und da soll das natürlich auch dazu passen. Auf jeden Fall. Cool, aber Musik dann auch? Also ich meine, eben schnittmäßig? Genau, schneide ich auch selber die Musik dann zusammen. Also wenn es zum Beispiel so Medleys oder Mixes sind, mache ich auch selber. Which would come naturally since I'm a DJ. Yes, wow. Also, so arg, dass natürlich deine ganze Performance bist einfach du, von vorne bis hinten, von oben bis unten. Von vorne bis hinten, ja. Super cool. Wow, als was dabei ist. Das heißt, aber wie lange brauchst du dann, um eine ganze Performance zu machen und fertigzustellen und alle Facetten? Kommt wirklich ganz drauf an. Ja. Also manche Sachen, die fliegen mir so zu, da habe ich sofort die Idee und dann setze ich mir den Laptop, mache den Mix und das ist in einer Stunde fertig. Und ich habe sofort im Kopf auch, wie ich das tanzen will, wie ich das performen will. Das geht dann ganz schnell. Also manchmal geht das über Nacht. Andere Sachen, wie zum Beispiel, ich habe zu Neujahr die Show im WUK performt. Vor so 2000 Leuten, glaube ich, waren es. Wow. Oder 1500. Und da habe ich einen Monat dafür gearbeitet. Also ich habe 2 Monate vorher die Demo-Track gemacht. Dann habe ich nochmal drüber feingefeilt. Und dann habe ich mich mit dem Choreografen zusammengesetzt. Dann haben wir das zusammen ausgearbeitet. Dann die Proben mit den Tänzern. Dann die ganzen Kostüme nähen. Also es hat wirklich über einen Monat gedauert, das auf die Beine zu stellen. Und das für nur 15 Minuten. Org. Aber so cool, dass du dann alles selber machst. Irgendwie mega. Nice. Und wie ist das so mit Lampenfieber? Wenn du sagst, es sind 1.500 Leute. Bist du nervös vorher? The oder bist du so, I'm own it? The more the merrier. Cool. Nee, also ich habe schon eine gewisse Art Lampenfieber, aber nicht im Sinne von, oh mein Gott, sondern eher mal so, I can't wait to get on stage. Nice. Also dann freue ich mich immer so drauf. Schön. Sehr, aber es ist schön. Eher mal so, ich finde, man braucht auch eine gewisse Nervosität, weil it means something to you, you're really in it. Ja. Und in dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe, dann machst du Klick und ich bin in diesem Performance-Modus. Genau. Dann könnte Armageddon kommen und ich bin so... I don't care, stage is mine. Exactly. Sehr cool. Und was ist so das most rewarding thing? The money. I don't know. Just kidding. No, money is fine, aber the most rewarding thing ist dieser Adrenaline Rush, wenn so das Publikum natürlich den, also es klingt so abgedroschen, aber es ist tatsächlich der Applaus. So dieses, wenn du gerade weißt, okay, I just made someone happy, I just did it, diese ganze Arbeit, die hat sich jetzt sozusagen in diesem Moment manifestiert. Und du schickst natürlich auch sehr viel Energie raus und dafür kriegst du auch Unmengen an Energie wieder zurück. Voll also, schön. Das ist, keine Droge der Welt ist so geil wie eine Performance. Mega. Sehr cool. Hattest du auch diesen I've made it Moment yet, wo du warst, okay, jetzt ist der Moment da, ich hab's geschafft. Well, several times und dann denke ich mir jede Zeit wieder so, have I made it? Okay. Aber ich glaube, so der wirkliche Moment war so, well, I still don't think I've made it. But on the other hand, it is kind of like a contradictory. So, einerseits denke ich mir, I still haven't made it. On the other side, I've always made it. It's just that now everyone's catching up. True. Wow, das ist gut, ja? Ja, das ist sehr. Theoretisch, ich habe schon seit 10 Jahren in meinem Kopf, spiele ich ja Tourneen durch vor meinem Spiegel. Also. In my mind, I've been a superstar for long. Aber für mich, so ein Key Moment war tatsächlich jetzt im November Work the World in der Stadthalle Wien. Cool. Ja, da war ich nämlich Teil der Opening Show und da ganz allein auf der großen Bühne zu stehen mit dem Logo hinten riesengroß auf den Screens, das war schon sehr geil. Mega nice. Das war so ein Meilenstein für mich. Wow, sehr, sehr cool. Nice. Das heißt, Und das halt auch gemeinsam mit den Queens aus Amerika. Also. Wow. The bar has been raised.
Very nice, okay. Das heißt, auf welchen Bühnen warst du überall schon? In Wien? In Wien, Stadthalle. Ja, ja. Dann diverse Clubs, wie zum Beispiel Camera Club, Flug, Why Not und so weiter, etc. Verschiedene Veranstaltungen. Ja, und in anderen Cities? Hast Berlin. Du vorher erwähnt, dass yes, du schon... Yes, yes, andere Cities war ich auch schon. Ich habe so ein bisschen... die Fühler ausgestreckt. Na, ich war zum Beispiel in Amsterdam, das war sehr geil, bei der Pride. Dann Kopenhagen 2019 war auch sehr geil, die Pride Night. 30.000 Zuschauer und 50 Drag-Performer. Wow. Das war echt mega. Das war auch ein Highlight, ein großes Highlight. Ansonsten war ich auch in Nordirland, in England, in München, Berlin. Mega cool. I think that's it. Ja. Irgendwo noch, okay. Aber I forgot it. Und da wirst du angefragt oder da rufst du an und bist so, hey, ich komme. Also I will be there. Well, if I know somebody there, dann bin ich so, yo, what's up, bitch? You got something for me? Grell, schub von mir um, Anki. Ich bin in deiner Stadt. Komm, lass springen. Ich mach's gratis, bitte. Nein, actually, I'm not that kind of girl. Okay. I know some of these girls. So, ich war in Mykonos, hab performt. Also, du hast basically angebettelt, dass du es gratis machen darfst. Nein, just kidding. I'm not saying that's bad. Das musst du nicht dazu sagen. Nein, absolut, absolut. Ich meine, du sagst einfach, du warst in Mykonos und that's fine. Nein, also, I'm not that kind of girl. I still get paid. Aber meistens werde ich angefragt, tatsächlich, ja. Okay, cool. Oder es ergibt sich einfach. Also, wie es kommt, wie es geht. Mega cool. Nice. Ja. Okay. Well then, ich glaube, jetzt haben wir eh schon relativ viel hier abgedeckt, aber vielleicht noch eine Frage, so was ist so aus deine... den Bartschatten. It's been a rough night. Aber was wäre so dein, was ist eine, etwas, was dich motiviert hält oder was dich inspiriert oder what is your drive, what keeps you going? Hier, ich hab's gesagt. Wow, if we're talking... tatsächlich ist, also ein großes Vorbild von mir ist ja Lady Gaga. Und sie war für mich immer so ein, wie so eine Art, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber wie so eine Art Rettungsring, wo man sich immer anhalten kann, auch in schweren Zeiten. Oder so Beacon of Hope, würde ich sagen. Und für mich ist sie einfach so eine unglaubliche Inspiration, weil sie... sich einfach auch von 0 auf 100 alles selbst erarbeitet hat und sich wirklich auch durch die Scheiße kämpfen musste, auf gut Deutsch gesagt. Und I mean, the voice is amazing, sie ist super talentiert, sehr versatile und das ist zum einen sehr inspirierend für mich. Andererseits auch diese Message und dieses everybody can be a star if you believe in yourself. Und das ist einfach so diese Inspiration für mich, dass jemand, der sozusagen einen ähnlichen Startpunkt hatte, es so weit bringen kann. Wahnsinn. Und das ist so ein, something. It's not the only, she's not the only thing that keeps me going, of course, aber sie ist so my main source of inspiration. Sehr cool. Und the reason why I do it, actually, funny enough, wegen ihr tanze ich ja auch. Ah, wirklich? Ja, weil ich habe vor 2012 habe ich das erste Mal ein Dance-Tutorial online gefunden für Judas. Und dann war ich so... lernen wir das mal. Und dann hat mir das so Spaß gemacht, dass ich mir dann alle anderen Choreografien selber beigebracht habe. Super cool. Und seitdem tanze ich. Also. Ja. Und auch Make-up tatsächlich. Jetzt will ich drüber nachdenken. Weil. We're getting deep into it. Hold on! weil das hat angefangen, glaube ich, da war ich 17 oder 16 sogar. Und ich glaube, für ein Videoprojekt wollte ich Lady Gaga darstellen. Dann habe ich mir so das billigste Make-up beim Bieber gekauft. So Shein. Ja. Nein, das heißt ja wirklich so. Ja, dieses Shein. Shein copied that. Oh my God, somebody gave them a copyright strike. Und habe dann so dieses Make-up versucht nachzumalen. Und dann hat mir das so Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich könnte mehr machen. Cool. Dann so YouTube, how to do make-up. And the rest that's is all, that's how we all started. Trust, Make-up. We've all been there. Still wie mache ich einen Eyeliner? Was ist ein Eyeliner? Naja, es geht ins Auge. Meistens. Krass. Okay, the funny thing is, Eyeliner can smell fear. Deswegen mein Pro-Tipp ist, einfach ganz schnell machen. Ja, das stimmt. Nicht drüber nachdenken. Das stimmt. Durchatmen, zack. Und dann gelingt er.
Wenn in dem Moment, wo du zu viel nachdenkst, ist es dann so. Dann ist es vorbei. Ich rieche. Ich rieche. Verdammt! Ja. Dann ist er hier. Und in 5 Minuten, oh, I'm Amy Winehouse. Ja. Stimmt. Das sollte schon mal vorgekommen sein bei mir. Eieiei. Cool. We've all been there. And it's always been on purpose. Yes. Na, ich starte dann ganz neu, alles weg und dann nochmal. Oh, das geht bei mir gar nicht. Also bei mir ist das Problem, wenn ich dann das ganze Gesicht mache und so, I have one chance. If I fuck up, then I'm not. Also ja, okay. Ja, fair. Ja, dann muss alles von oben ein bisschen nachgetatscht werden. Das ist also es geht natürlich alles. Also ich sage jetzt mal aus Make-up-Artist-Sicht, jeder Fehler kann korrigiert werden. Mhm. Es ist halt nicht schön, weil es man dauert uns sehr lange. Ja, okay, ja. Meistens mache ich dann irgendwie so was Kunstvolles draus, wenn es mal schnell... It's never happened to me, of course. Nein, Spaß beiseite. Also. Okay. Aber dann macht man einfach was draus. Das ist halt das Schöne aus Fehlern. Mhm. Sie sind im Idealfall nicht permanent. Man macht dann was draus. Das stimmt und man lernt daraus und man macht weiter. Genau. Und das ist auch das Schöne an so Sachen. You can always turn something hurtful into something beautiful. Sehr cool. Ja. Ja. Ist übrigens auch ein Fun Fact, ein schöner Tipp, den ich mal gehört habe. If you have Fun Fact Break. Fun Fact Break! Well, actually, I have a Fun Fact for you after that. Der beste Rat, den ich gehört habe, war, if you have any pain inside of you, put your pain into your work and put it into your art. Mhm. Und das ist das Schöne, du kannst negative Energie immer in was Schönes umwandeln. Mhm. You have the power to do that. Stimmt, weil Even es an dir liegt. Mhm. Absolut. Oh, okay. Also eben auch sehr viele Emotionen bei dir in der Art mit dabei. Mhm. Ja. Es ist eigentlich so eine Art Therapie auch, wenn du drüber nachdenkst, weil du steckst da sehr viel von dir selbst auch rein. Mhm. Und viele sagen dann oft so, ja, das ist eine Maske, das ist eine Rüstung, die man anzieht. Aber andererseits ist es auch so, actually, I'm ripping my heart out and putting it onto the table, bleeding for you. Yeah. To show you who I am. Ja, eben putting it out there and... Yeah. For you to judge. Und eigentlich entblöße ich hier alles, was ich bin. Absolut. Ja. Sehr spannend, ne? Auch das Schöne an dieser Kunst, oder generell an Kunst per se, dass du dein innerstes Herz zeigst und wirklich zeigst, wer du bist. Und das ist auch sehr, sehr persönlich und dementsprechend auch sehr gefährlich, wenn man so will, weil natürlich dann Kritik dann umso mehr wehtun kann. Ja. Aber wie gehst du damit um? Kein Licht, da kein Schatten, ne? Stimmt auch wieder, ja. Wie gehst du mit Kritik um? Oder mit Rückschlägen? Oder? I usually block them. Just kidding. Nein, also ich versuche das immer sehr diplomatisch zu machen. Ich filtere für mich raus, was an der Kritik kann ich vielleicht verwerten. Mhm. Was kann ich da dran nehmen, um daran zu wachsen. Und alles andere, if they ain't paying my bills, I don't care. Stimmt eigentlich, ja. Okay. Also, sehr cool. Jeder hat so seine Meinung. It's kind of like having an asshole, everybody has it. Aber ich finde es auch sehr cool, dass du sagst, okay, du schaust, was du davon mitnehmen würdest, so ob das irgendwie valid ist und sonst, okay, passt, nein. Ich bleib bei mir, ich mache das, was ich mache und mach's für mich und you do you. Absolut. Ich finde auch, das ist der gesündeste Zugang und zum Beispiel auch so Hate-Kommentare, sei es online oder sonst was, versuche ich auch gar nicht so persönlich zu nehmen, weil ich mir oft denke, es geht gar nicht mehr so gegen mich, weil diese Personen kennen mich ja dann zu 99% nicht. Ja, genau. Das heißt, es kann nicht persönlich sein. Ja. Das ist eher nur so das, was sie sehen und eben, wie ich vorher gemeint habe, das zerstört gerade ihr Weltbild oder sonst was. Dementsprechend kann mir das egal sein. Ja, das habe ich auch immer gesagt. Ich finde, mir ist es nicht wichtig, was fremde Leute von mir denken. Mir ist es wichtig, was meine Freunde von mir denken. Genau. Und ich habe ein Problem, wenn meine Freunde nicht mehr gut von mir denken. Weil das Feedback genau das ist mir wichtig. Ja. Ja, also ich finde auch vor allem Kritik immer nur dann auch von denen vielleicht annehmen, wo du denkst, doesn't matter. Mhm. Und da, wo es wichtig ist und eben so Leute, die dir was bedeuten, da ist natürlich jede Kritik willkommen. Genau. Die dich auch kennen und die auch wissen, was dich antreibt und was hinterher. Absolut. Und die geben mir dann auch anders Kritik, weil die geben mir dann auch die Kritik so, dass sie dich auf Dinge aufmerksam machen, so, hey, das ist vielleicht nicht so super, I'm saying this out of love, ich sag dir das wirklich, weil ich dich gern habe. Und das hilft dann auch zu wachsen. Und voll, wenn man das so sieht, das negative Kritik ist nicht immer was Negatives per se, sondern eigentlich eine Chance, dass du daran wächst. Genau, dieses ich will, dass du wächst und ich will, dass du besser wirst und nicht nur ich will dich klein halten und verunsichern. And we've all seen it. Okay, also not zurück zu... I'm not gonna be Nicki Minaj in this shit. Okay, aber zurück zu Lady Gaga und deinen Anfängen. Das heißt, es war 2012, ein regnerischer Wintertag. Nein, aber... Nein, ich glaube, es war ein verschwitzter Sommertag. Und du wirst nicht wissen, wo ich geschwitzt habe.
Spaß. Okay, okay. Moment aber mal. Es ist dann weitergegangen einfach. Also dann. Genau, also ich sage mal, die Liebe zur Kunst habe ich eigentlich schon sehr, sehr früh gehabt. Also eigentlich schon in der Kindheit, so dieses Geschichten erzählen. Ich habe meine damalige Nachbarin, die war wie eine Oma für mich, da habe ich immer so die Märchen aus meinem Gedächtnis einfach so vorgetragen und rezitiert. Habe auch sehr früh angefangen mit Theaterspielen, also eigentlich schon im Kindergarten. Ja, cool. In so kleinen Stücken, dann auch in der Volksschule. Und dann hat sich das so fortgetragen und irgendwann war es dann so von den, sag ich mal, klassischen Performance-Art dann zu was Persönlicherem, eben wo ich mir dann vorstelle, ich I am Superstar. Ja, cool. Und das war eben so dieser Turning Point, wo ich gesehen habe, okay, I can dance like Lady Gaga, I can do myself, like, I can do makeup like her. Ja. Und dann kann ich es irgendwann einmal umwandeln, dass ich das so übersetze, dass ich das werde. Super cool. Und nicht nur, dass ich eine Impersonation bin. Ah ja, okay. Und das wird ja auf dich angewandt und an dir als Person und Persona gearbeitet. Okay, genau, cool. Genau. Ich meine, wie ich angefangen habe mit Performen, das war 2017 in Wien. Und da habe ich natürlich jetzt hauptsächlich Lady Gaga performt, weil ich habe mir gedacht, das liegt mir, das kann ich gut. Safe Space. Genau, Safe Space. Und dann war es für viele so, okay, Rage ist Ragey Gaga. So ein bisschen ein Lady Gaga Impersonate. Und dann war irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt aber als Künstler wachsen und ich möchte nicht nur ein Tribute Act sein. Which is lovely and I love her, aber ich möchte mein eigener Künstler sein. Und jetzt gehe ich so diese Richtung, ich mache wirklich das, was ich sagen möchte und machen möchte. Mega. Was war dein erster Auftritt in Wien? In Wien war es, hast du gesagt? In Wien, ja, genau. Also theoretisch war es der Live-Ball. Oh, ja, als cool, Background-Dancer von der Conchita. Oh, ja, nice. Das ist ziemlich cool. Ja. Mega. Und von dort going up? Ja, von dort erst einmal Flatlining für ein paar Jährchen. Weil für ein paar Jährchen. Also, falls eine Performance, wir machen keine Performances in Wien. Okay. Also das war schon am Anfang, bin ich auch zu Veranstaltungen hingegangen und habe ihnen gesagt, hey, ich würde gerne was machen und ich biete euch das an und für einen Hungerlohn von 50 Euro exklusive Taxi. Also das waren harte Anfänge. Aber dann irgendwann ist so ein Punkt gekommen, wo dann das wirklich nach oben gegangen ist. Das heißt, am Anfang bist du wirklich zu den Leuten gegangen? Ja, ja. Und, ich habe dann auch so gesagt, so, hey, ich würde gerne was machen, gebt mir die Chance und cool. Ich beweise es euch. Mega. And I did. Nice, und dann, cool, es ist wirklich was geworden und rausgeworden, super. Yeah. Apparently. Well, you're here. Wir wissen nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall was geworden. Das ist alles, was zählt. Okay, was zählt, Staffel 5. Jetzt online stream. Aber was würdest du denn jemandem raten, der jetzt gerade frisch beginnt und starten möchte und vielleicht auch in Wien Fuß fassen möchte und nicht weiß, wo er starten soll? Ich würde der Person raten, auf jeden Fall hör auf dein Herz. Ja. Do what's in your heart. Das finde ich ist immer ganz schön, wenn du in dich hineinhörst und überleg dir, was möchtest du machen und warum möchtest du machen. Also wichtig sind die Intentionen. Die müssen auf jeden Fall stimmen. Weil der Look muss nicht perfekt sein, die Performance muss auch nicht perfekt sein. Aber was wichtig ist, dass du authentisch bist und du wirklich 100% gibst. Egal, was diese 100% sind. Aber sei du selbst und mach wirklich das, was du willst. Und lass dich nicht in irgendwas reinquetschen. Das ist so mein Tipp. Oder mein Rat. Dein Rat, sehr cool. Hast du auch irgendwas, was du nicht nochmal so machen würdest? Einen would not do that again moment? Well, I would probably not fucking drag in the dark room. But I've done it before. Fun fact. Ich habe mal den Fummel im Darkroom gefügelt. And a lot of people saw it. Oh, well. War nicht doch okay. Nicht ganz da. Well, that got dark really quick. See what you did there. Thank you. Nee, was würde ich nicht nochmal machen? Probably Star Trek. Spaß ist halt das. It's lovely. Hurts on the feet, but it's lovely. Ich glaube, das kann ich so gar nicht sagen, weil ich glaube persönlich, dass man gewisse Fehler auch machen muss. Wenn ich die Dinge nicht so gemacht hätte, wie ich sie gemacht hätte, dann wäre ich jetzt nicht da. Und dementsprechend, ich glaube, alles, was ich so gemacht habe, hätte zu der Zeit so sein müssen. Time and place is all, it's all been right. Und natürlich vielleicht gewisse Alliances oder so, oder vielleicht gewisse Kollaborationen, die dann sich dann entpuppt haben als eher blutsaugerisch, die würde ich vielleicht nicht nochmal machen. Okay, yeah. Aber
ich glaube auch, dass ich solche Lessons vielleicht auch gebraucht habe, um zu merken, okay, das will ich und das will ich definitiv nicht. Mhm. Und da kann ich dann für die Zukunft auch darauf achten, dass mir das eben nicht nochmal passiert. Mhm. Also ich finde, alles, wie es passiert, das hat so kommen müssen. Okay. Und soll so sein. You're the person you are because of the experiences. And so on and so forth. Manifesting! Oh yeah. Nice, okay. Ja, gibt es irgendwas, woran du jetzt gerade arbeitest? Ein current project, auf das wir uns freuen können? There's several, honey. No. Nein, also ich arbeite tatsächlich daran, jetzt zum Beispiel All the Rage vielleicht in ein Theater zu bringen, dass es ein bisschen größer wird. Mhm. Ich arbeite mit vorhin erwähnten der lieben Bubblegum Lecter, die, glaube ich, auch bei euch bei Gastonet oder sein ist. Ja, gerne. Absolutely. Please come. Ja, genau. Hinter der Kamera wird genickt. Also die liebe Fabel, die ist auch dabei. Mit ihr habe ich das Projekt Pink Sabbath am Start. Ihr cool. Das ist eine Show und es ist ein bisschen eine christliche Messe, aber in der Hölle. Oh, genau. Okay, und die High Priests oder Priestesses sind Lilith und Lucifer, sozusagen die Urverstoßenen der Bibel. Und wir sagen, wir createn einen Space, eine Church, eine Kirche für alle, die keinen Anschluss finden oder die von der Gesellschaft eben ausgestoßen sind. Ja. Und bei uns findet ihr wieder einen Anschluss. Super cool. Und das ist etwas, woran wir jetzt auch sehr arbeiten, dass wir das auch noch größer aufziehen. Sehr cool. So maybe we're gonna be a cult. Nice. Und ansonsten, lass dich überraschen, vielleicht ein Song hier und da. Cool. Mal gucken. Ah, ich bin gespannt. Sehr cool. Ja. Und was wäre so dein Traumprojekt oder mit wem würdest du extrem gerne mal arbeiten? I mean, außer Lady Gaga. Wollte gerade sagen, in my delusional mind. Nee, aber da gibt's, also ich bin immer so offen für kreative Zusammenarbeiten und das kann, whoever is up for it und wo ich eine Prosperity sehe, I'm up for everything. Also ich lege mich da nicht auf gewisse Personen fest. Ich bin eher mehr, ich gehe nach Vibe und nach Energie. Cool, okay. Ja. Nice. Wo es gerade passt. Ja. Nice, was sich gerade anbietet. Absolut. Cool. Und wo das Geld gerade spielt. I'm ist ja am Start, ja. Mindestsicherung next stop. Na, das glaube ich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Ja. Nein, also momentan läuft es tatsächlich sehr gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich bin eigentlich sehr happy und dadurch, dass ich jetzt in diesem Programm bin, genau, kann nur besser werden. Selbstständigkeit. Yes. Sehr cool. Yes, richtig cool. Absolut. Wird sicher gut gehen. Ja. Ja. Und wenn nicht, dann fahrt's gut. Wenn es denn gut geht, ne? Also, dann fahrt's. Dann meistens fahrt's. Im Rollstuhl. Wenn es dann gehen kann, dann ist es im Rollstuhl. Ne? Das ist noch viel besser, wenn es fährt, weil dann ist es schneller. Absolut. Dann bist du schneller am Ziel, ja? Na, Füße hoch, der kann flach. Stimmt. Ich liebe ja flachen Humor. Fun Fact: Ich habe einen sehr flachen Humor. Okay. Absolut. Hast du einen Witz für mich? Mein Bankkonto. Schwarze Seite. Ist das auch flach, das Bankkonto? Nein, absolut nicht. Nein, das Ding ist, ich Achtung, hier spricht der Kapitän der MS Niveau, wir sinken. Well then, apart from all the love, gibt es eine Message, die du noch an die Zuhörer schicken möchtest? Oder auch irgendwas, was sie mitnehmen, was du dir wünschst, was sie mitnehmen von deiner Art? Nein, was sie sich mitnehmen von mir? Ich würde mich freuen, wenn, of course, come to the shows. All of you, you're very invited. Und ich freue mich, wenn Leute zu einer Show von mir kommen und dann rausgehen mit einem Gefühl, I love myself. Dass sie sich inspiriert fühlen, auch selber den Tag mehr zu bestreiten und einfach auch mit mehr Liebe wieder rausgehen. Also, that's my purpose. Ich freue mich einfach, wenn ich einfach auch mit meiner Kunst einfach auch ein bisschen mehr Liebe verbreiten kann. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Absolut. Und vielleicht mit ein, zwei mehr Flachwitzen auf dem Konto. Sehr cool. Inwiefern würdest du sagen, dass sich deine kulturelle Identität auch in deiner Art widerspiegelt? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber tatsächlich in meiner herzlichen, offenen Art, weil ich habe ja Balkanwurzeln. Also meine Eltern kommen aus Rumänien, Teil kommt auch aus Ungarn. Und ich sage jetzt so, generell diese Kultur in Rumänien, die ist
bisschen offenherziger, man ist auch sehr extrovertiert. In Österreich ist es vielleicht so ein bisschen, you have to get to know me first und dann zeige ich dir, wer ich bin. Ja, zuerst der Handschlag. Genau, genau. Und ich finde es in Rumänien ist es ein bisschen anders, das ist ein bisschen offener und das schwingt dann natürlich auch so in meiner Art mit, wie ich auf Leute zugehe. Ich bin einfach sehr, sehr open. Und eins muss man auch dazu sagen, rumänische Frauen haben sehr Stil. Und ich glaube, das habe ich ein bisschen von meiner Mama geerbt. Ah, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Absolut. The beauty is there. Deswegen, mega. Das spielt auf jeden Fall mit. Und natürlich das Schöne auch, dass ich mit diesem Hintergrund eben aufgewachsen bin, eben auch zweisprachig. Dadurch bin ich auch, finde ich, sprachlich sehr versiert, weil ich habe dann eben auch sehr viel umswitchen müssen zwischen den Sprachen, zwischen Rumänisch und zwischen Deutsch. Und das hilft mir jetzt zum Beispiel auch auf der Bühne sehr schnell zwischen den Sprachen zu wechseln, zum Beispiel von Deutsch in Englisch. So, do we have a tourist? Oh my god, I'm gonna do this in English, let's do that. Cool. Genau. Und das also, geht dann auch einfach so? Absolut, das geht auf Kopfdruck. Und das hat sehr geholfen, eben zweisprachig aufzuwachsen. Also super cool. Das spielt da auf jeden Fall mit. Das heißt, nimmst du dann auch viel auch mit in dein Work, in deine Performances, so vom Kulturellen? Also vielleicht jetzt so vom Optischen nicht, weil ich doch eher so ein bisschen kosmopolit bin. So das Gefäß ist da, aber der Geist ist frei. Ja. So kann, also so ein bisschen so, wie ich mein Mannsein identifiziere, weil ich sage auch, mein Gefäß ist männlich, aber mein Geist ist frei. So ist es auch bei der Kunst. So. Ich habe natürlich gewisse Hintergründe und die spielen vielleicht hier und da mal mit. Aber ansonsten, ich mache das, was sich gerade anbietet. Und welche Sprache oder welches Medium gerade dazu nötig ist, um diese Message rüberzubringen, das spielt dann keine Rolle. Oh, okay. Sehr cool. Wow, vielen, vielen Dank, dass du da warst und alles geshared hast und deep mit mir getaucht bist. Nicht nur geshared, sondern auch share, bitch! Nein, super, wirklich vielen, vielen Dank. Es war sehr cool, dich hier zu haben. Danke, war meine Freude, wirklich. Ein inneres Blumenpflücken. Oh. Oder ein inneres... Entschuldigung! Nicht viel geschlafen, die Nacht hängt noch ein bisschen her. Das wird gebloopt oder gebiebt, später schon. Love it. Wohl, nein, also man hört es ja, also beim Podcast hat man es. Smack mal in. Das kann sich jeder nur denken, was gerade passiert ist. Vielleicht. Nein, aber Spaß beiseite, es war mir wirklich eine Ehre und es war mir so eine Freude, da zu sein. Ganz ein toller Hostmaß, es ist so super, wirklich. Danke, das freut mich sehr, das zu hören. Okay, well done, outro it is. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Infos zu Rage findet ihr wie immer in der Beschreibung. Uns findet ihr auf YouTube und Spotify. Please subscribe, wenn es euch gefallen hat. Und ja, please support your friendly neighborhood artists. Danke.